Die Zukunft des Fernsehens ist digital. Deswegen haben die großen Sendeanstalten beschlossen, ab dem 30. April 2012 komplett digital zu senden. Das bringt eine bessere Bild- und Tonqualität und eine größere Programmvielfalt. Zurzeit empfangen nur noch rund 6,8 Millionen Haushalte ein analoges Satellitensignal. Ab Mai 2012 werden sie ein digitales Empfangsgerät benötigen, wenn sie nicht auf Kabel, DVB-T, Internet oder digitale Satellitenanlagen umsteigen.